hallo, natürlich, meine lieben Freunde. Und damit darf ich jetzt schon einfach gefahren. Let's Play Okami HD begrüßen. Heute wieder ein bisschen wache. Es tut mir leid, dass diese letzten 4 Folgen so ziemlich seltsam waren, weil ich da einfach nachts nicht geschlafen habe und die um 11 Uhr so aufgenommen habe, nachher durchgemacht. Nachher war ich da ein bisschen neben der Spur, ein bisschen seltsam drauf. Ja, es geht eigentlich mit Okami weiter, nachdem wir jetzt ja am Freitag Digimon beendet haben, heißt es jetzt Okami-Spam auf dem Kanal, bis das auch durch ist. Und ab dann gibt es Gaming-Streams. Ich habe auch schon sehr viele Spiele, auf die ich Bock habe. Und ja, bevor wir hier weitermachen, wir sind ja in der letzten Folge eigentlich hier nur rumgestruggelt. Ich weiß gar nicht, wie man die sich überhaupt angucken konnte, weil es ziemlich langweilig war. Aber es gab Hilfe. Möchte ich mich zum einen bei einem Abonnenten bedanken, der einen Kommentar geschrieben hat. Und ich habe eigentlich echt gedacht, dieses Projekt guckt eh kein Mensch und es interessiert sich keiner dafür. Und als dann so diese Kommentare kamen, war ich irgendwie mega happy, dass es anscheinend doch jemand guckt und sich dafür interessiert, dass ich hier zur Brücke zeichnen soll. Das habe ich auch mehrmals versucht, aber das funktioniert leider nicht. Trotzdem danke für den Tipp und für den Vorschlag, aber geht leider nicht. Dann habe ich wieder bei dieser einen Let's Playerin reingeguckt, wo ich schon damals reingeguckt habe, wo ich die Feuerfähigkeit nicht gefunden habe. Drache Charu LP hieß sie, glaube ich. Auch ein Drache, beziehungsweise eine Drachin. Weibliche Let's Playerin. Ich weiß gar nicht, ob der noch wie das macht, habe ich gar nicht geschaut. Aber dieses Let's Play ja auch vor 3 Jahren. Let's Play tatsächlich sogar auf 100%. Hat tatsächlich nicht so viele Aufrufe. Wenn ich gerade denke, verlinke ich es vielleicht mal unten, dann könnt ihr euch das auch mal angucken. Ja, der hat mir wieder geholfen mit dem, was ich tun soll. Und zwar müssen wir hier mit irgendeinem Typen reden, der hier am Kanal arbeitet. Nur ich habe mir jetzt tatsächlich den Weg, wie sie da. LOL. Den Weg, wie sie da hinkam, tatsächlich nicht wirklich gemerkt. Deshalb ist jetzt so ein bisschen suchen, denke ich. Ja, wo? Aber ich glaube, das war ziemlich. Ich glaube, da hinten ist er. Ja, nein, das ist irgendeine Frau. Ich will keine Frau. Ich will den Typen. Okay. Das ist der Typ, oder? Doch, oder? Ja, es ist doch. Verflucht sei dieser verdammte Wasserdrache, solchen Ärger zu verursachen. Wie kann der Gott der See den Frieden so ruinieren? Ich wette, der Drache ist da auch schuld am Zustand des Kanals. All das Chaos hat dafür gesorgt, dass sich der See verstopft. Das ist der gute Tischlermeister Naguri. Hey, Emmy. Sieht aus, als ob es hier auch Probleme gibt. In der ganzen Stadt scheint das totale Chaos zu herrschen. Hä? Oh, bist hierher gekommen, um etwas Wasser zu trinken, Wolf? Ich befürchte, es ist alles ausgetrocknet. Dieser Kanal war wirklich eine wichtige Wasserquelle für uns. Darum grabe ich hier ein Loch, damit das Wasser wieder reinfließen kann. Die meisten Leute sind jetzt krank, sodass es kaum jemanden gibt, der helfen kann. Eigentlich bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ein einsamer Tischler. Aber ich werde nicht aufgeben. Man wird ganz schön fit, wenn man meine Arbeit macht, weißt du? Jetzt profitiere ich von meiner Fitness. And I've been tripping in Finn. Ach, halt, das ist was anderes. Ich habe beinahe alles hier in Seikan, gebaut, das du sehen kannst, weißt du? Respekt. Deshalb gibt es nichts, das ich nicht weiß über diesen Ort. Willst du wissen, worin der Schlüssel für diese Wasserversorgung liegt? Ja, hau raus. Er liegt im Wasserabfluss vom Bewa-See. Aha. Ja, sag mal. Du hörst ganz schön gut zu für einen Hund. Ich bin auch ein Wolf. Was? Vielleicht sollte ich dir dann über den Abfluss vom Bewa-See erzählen. Die Stadt Seikan schwimmt in der Mitte des Bewa-See. Das Wasser des Sees füllt den Kanal um die Stadt. Aber die Untaten des Wasserdrachen haben den Abfluss verstopft. Kein Wunder, dass der Kanal ausgetrocknet ist. Und darum sind wir jetzt in dieser erbärmlichen Situation. Ich bin sicher, der Abfluss liegt unter diesem Gebiet. Wenn ich mich dorthin durchgraben kann, dann strömt das Wasser heraus. Das ist ganz schön aufregend, findest du nicht? Falls du auch so denkst, dann kannst du mir vielleicht helfen. Wir haben ja damals, wir haben ihm damals Kram geholfen. Das war Herr Mandarin. Nee, das war nicht Herr Mandarine, das war Herr Bambus. Der Typ mit dem Bambus, genau. Ja, dann machen wir das doch. Schade, dass Wölfe nur mit den Augen antworten können. Aber mir ist egal, was du bist, wenn du mir helfen willst. Nun, hör mir gut zu.
wenn ich dir erkläre, was du zu tun hast. Wie ich dir schon gesagt habe. Das ist bestimmt das Gleiche, oder? Ich werde mich darauf konzentrieren, Clown ansetzen und zu graben. Ich werde durch das Loch, das du gräbst, und wenn ich es erreicht habe, dann die Hunde muss zu mir helfen. Also, ja, okay. Ja. Das sieht für mich wie eine aus. Es ist an der Zeit, dass Wolf und Mensch sich gemeinsam anstrengen. Lass uns anfangen. Alles klar. My body is ready. Waff. Also. Oh, ups, sorry. Warte mal, geh mal darüber. Komme ich hier wieder raus? Bitte mal. Aber kein guter Versuch. So, wait. Wait a minute. First things first. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir hier anfangen. Das ist deutlich besser. Der macht Steine schon kaputt, oder? Jo. Willst du mal hier rüberkommen? Weil ich finde, das hier ist deutlich besser. Naja, ich grabe mich jetzt einfach mal runter. Ich glaube, das kommt. Oh Gott, das ist auch eine schöne Bombe. Ich habe nicht so eine schöne Bombe gesehen. Jo. Du könntest ja nicht echt mal herkommen, weißt du das? Nein, nein, geh schon da. Rüber, rüber. Hat gereicht, okay. Aber der muss ja hier hin nachher, oder? Und der will irgendwie von da oben kommen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Warte mal. Jetzt zeichnen wir hier einfach mal nochmal eine Bombe. Wie gut, dass wir kein Leben verlieren. Hevo! Da wäre jetzt übrigens Wasser. Okay, das hat schon. Okay, das passt schon. Müssen wir da jetzt. Achso, da kommen wir wieder zurück. Alles klar. Dann würde ich dir mal raten, da vielleicht ein wenig weiter. Warum läufst du da rein, du Idiot? Mom. Aber die kann ich die eigentlich auch wegsprengen. Das ist so ein bisschen schwerer als das erste mit Dingsbums. Da müssen wir hier runter, aber das geht ja nicht. Hä? Wir kommen hier nicht weiter runter. Kannst du mal aufhören, da reinzulaufen, bitte? Hier rum oder wie? Hä? Das Spiel verwirrt mich ein wenig. Kommst du mal hierher? Das könnte funktionieren. Ja. Oh Gott. Wir müssen noch viel weiter runter einfach. Ja, was willst du tun? Ja, vielleicht auch. Wir haben eine Idee, ne? Also, Junge, wir müssen... Lass hier... Wobei, doch, hier runter ging ja dann doch auch, oder? Ne, warte mal, lass das schon haben. Oh, ich hab dich schwarz gemacht. Ah, wenn wir hinter Dings zeichnen können, was wir glauben können. Nein. Ich wollte hier eigentlich eine Bombe zeichnen. Geht das? Geht. Okay, gut. Sehr schön. Jetzt gehen wir da hoch, Boy. Nicht da hoch. Da hoch. Geht das? Weil anders habe ich gerade nicht im Kopf, wie wir weiterkommen sollen. Der geht da rüber. Aber sobald er darüber geht, dann. Aber das ist ja auch. Kommt der da hoch? Kommt der da hoch? Nee. Und da ist. Aua, aua. Aber wenn wir von. Nein, muss. Aber da geht's ja nicht weiter. Naja, mach ruhig. Da geht's ja nirgends weiter runter. Es geht ja nur. Ich kann jetzt hier zwar sowas machen. Ach so, ja, und. Ja, okay.
Okay, ja. Hab verstanden, tut mir leid, ich war doof. Hey, warte auf! Kommst du mal her, bitte? Ich will nicht hier auf dich warten. Sehr, da ist echt wieder drin. Junge! Mein fucking Ernst! Das ist echt dein Ernst, dass du das nicht mehr runter kannst? Warte mal. Was mit der? Ich würde gerne einen Kreis um dieses Ding malen. Wow. Ja gut, toll, der ist jetzt da oben, weil er irgendwie nicht mit dem Wasser richtig weitergekommen ist. Du bist ganz schön anstrengend übrigens, Junge. Weißt du, läuft doch einfach nur dumm nach links und rechts. Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Ich laufe nach links und rechts. Hallo! Bist du anstrengend mit dir, Boy? So, bevor du irgendwas tust, komm. Hey, Fresse. Also, kannst du bitte mitkommen? Da hoch. Warte mal. So. Dank, Cher. Jetzt bitte der wieder runterlaufer. Danke, ich mach hier schon auf. So, komm mit. Hier bitte auch nicht Gegerlaufer. So. Sehr schön. Gehen wir mal hier rum, weil dann kommen wir schon nicht an dem Kack vorbei. Graben, graben, graben. Aber diese 20 Sekunden hier, die gönnen wir uns auf jeden Fall wieder, weil die sind schon nicht schlecht. Also das bei Herr Bambus war auf jeden Fall deutlich einfacher. Ja, wir graben hier runter. Dann graben wir. Wir graben mal weiter. Kommt er über die Dinger drüber? Nee, ne? Ich kann jemand nicht die Richtung ändern, ne? Nee, er wird weggeschleudert. Und die kann ich ja nicht kaputt machen. Boah, das ist ganz schön heavy! Leute. Okay. Muss ich mir eine neue Strategie überlegen? Also da geht ja auch nicht. Hä? Dann check ich es halt endlich. Hier geht's ja auch nicht. Weil hier auch so ein Ding ist. Wir kommen ja von. Warte mal. Wir kommen ja von hier. Und wenn wir dann von da aus darüber. Warte mal. Wenn wir hier sind, dann gehen wir darüber. Aber da ist ja auch ein Stern, wo wir nicht weiterkommen. Leute, das ist schwer! Jetzt weiß ich, wir gehen jetzt mal. Okay, da kommen wir nicht. Aber hier! Komm mal hier an. Ja. Okay. Also darüber kommen wir nicht. Dann machen wir mal auf. Okay, wir müssen auf jeden Fall übers Wasser gehen. Über 7 Brücken. Das waren so keine Brücken. Nein, nicht in die Richtung, du. Ma, oh, Hurensohn. Ich mach das. So, das. Warum haben wir das halt einfach nicht stehen bleibt? Der ist halt ein Idiot. Warte mal. Okay, jetzt warte. Wir müssen hier auf jeden Fall explodieren. Das ist klar. Da haben wir keine Wahl. So, jetzt sind wir. So. Kein Pinsel mehr. Also. Dahin. Hier mal aufzumachen kann ja nicht schaden. Okay, warte mal. Da kommen wir nicht hoch.
kommen wir ja auch nicht hin, weil das sind ja Dinge, die wir nicht kaputt kriegen. Ich kann die auch nicht irgendwie... Das hier. Da ist der Grün. Ganz ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Weil wenn wir hier rüber gehen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir hier rüber gehen, kommen wir nicht weiter. Wenn wir hier runter gehen, kommen wir da nicht weiter. Und wenn wir hier runter gehen, kommen wir da nicht weiter. Hä? Und wir können ja nicht anders laufen. Das geht ja nicht. Wir müssen ja hier runter. Wir müssen ja hier in dem Bereich reinkommen. Wir können ja nicht von in die Richtung rüber, weil wir von oben nicht hinkommen. Ich glaube, so weit hoch komme ich jetzt nicht mehr, ne? Ich glaube, ich muss schon wieder woanders nachgucken. Und wir unten sind sie mal drin. Wir kommen da nicht rüber und da nicht rüber. Wir sind hier drin. Komm auch da nicht runter. Bringt mir Hilfe irgendwas? Blöcke können verschiedene Arten sein. Achte bei deinem die verschiedenen Arten. Zeit, das weiß ich auch. Probiere verschiedene göttliche Fähigkeiten. Was kann ich machen? Kann ich den etwa über einen rüberkicken? LOL! Ja gut, wenn man das natürlich weiß, dann macht es diese ganze Sache deutlich einfacher, ja. Ja, hey. Vielleicht hätte ich mir mal die Anleitung dazu durchlesen sollen. Ja, komm, go. Mann! Anleitungen sind nur für Noob und Noob Noobs. Nicht. Naja, aber er hat wieder was gelernt. Man lernt nie aus, Boys und Girls. Warte mal, bleib du sofort hier und schwimm hier nicht aus. Warte mal, ich muss auch dahin. Warum tust du jetzt... Boah, okay. Mann, scheiß du Opfer! Eigentlich wollte ich das mal. Nein. Ich habe übrigens, ich war gerade mal wieder voll ruhig, weil ich gerade was wegen der DSGVO überlegt habe. Ach ja, ich finde es ja geil, die DSGVO, alle rasten sie aus, obwohl eigentlich. Überhaupt nicht schlimm, ist so. Eigentlich hilft uns sogar die DSGVO. Aber das stimmt keiner. Jeder schreit das mal. Oh mein Gott, ich kann mal sterben. Oh fuck, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich war zu schnell und wieder mit dem Kopf war er so da. In der Folge waren wir einfach bis jetzt nur am Graben, Leute. Abonniert mich für mehr so geilen Content. Woo! Ne, Spaß. Ist ja das Let's Play. Ist ja. Ist ja. Okay. Ja. Aman Okami, bitte. Amaterasu. Please. Tai. So. Den da. Aman, bist der hier. Kommt! Wobei wir machen hier unten auch lecker, aber ansonsten läuft er gegen das Ding. To! Bam! Kommst du bitte mit? Danke. Sehr lieb von, nur dass du das mitmachst. By the way, wisst ihr eigentlich, früher habe ich in meinen Videos mega krass schwäbischen Dialekt gesprochen. Wenn ich das jetzt mache, mache ich das ja immer tatsächlich mit Absicht. Aber früher war das wirklich einfach noch Gewohnheit. Ich finde es tatsächlich witzig, wie ich das früher aus Gewohnheit gemacht habe. Dann irgendwann gar nicht mehr und jetzt benutze ich es so als Stilmittel. Das ist irgendwie cool. Ich kann ja doch wirklich instant von Schwäbisch auf Hochdeutsch umstellen und andersrum. Wenn ich will, kann jetzt von einem auf einen anderen Moment direkt Schwäbisch sprechen und ihr verstandet kein Wort mehr. Aber dann kann ich direkt wieder ins Hochdeutsche wechseln und ihr versteht wieder alles. Das ist schon cool.
Leider. Aua. Komm du doch mal bitte hier rum, ja? Mit dem Samse, weil er drüben ist. Okay. Komm bitte her, wir haben nicht so viel Zeit. Komm bitte her, wir haben nicht so viel Zeit. Andere! Ist das dein fucking Ernst? Jetzt muss ich warten, bis er einmal rüberläuft, dann da die Minus kriegen, dann wieder in die andere Richtung. Dieses Spiel ist ein wenig behindert konzipiert. Yay! Grab gleich mal runter. Wobei, da läuft der E dagegen. Der wird dann den Schaden geben. Ich bin gekommen. So, stopp! Rüber mit dir. Stopp! Bombe. Vielleicht fahren wir dann zwei auf einmal runter. Bleib hier! Wo rollt die denn hin? Wenn der Vollidiot auch einfach in die Dinger reinläuft. Gott sei Dank wieder mit Zeit. So, Moment. Lass mich zuerst Bombe. Oder da unten ist, glaube ich, sogar schon das Ende. Komm, explodier! 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 Toll. Ja, das war jetzt eh falsch rum. Ja. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, mein lieber Herr! Stopp! Die Richtung. Gott. Wo ist Wasser? Wo ist das? Hä? 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 Ey, ja, Leute. Wir waren jetzt am Ende und haben kein Wasser gefunden. Dann müssen wir anscheinend mehr nach links gehen. Das ist tatsächlich ein bisschen anstrengender als das damals mit Bambus. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen es in der nächsten Folge einfach nochmal und ich hoffe, das läuft dann da besser. Ja, wenn euch diese Folge trotzdem gefallen hat, würde ich sehr um Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo freuen. Link zu anderen Projekten in der Endcard, Social Media in der Beschreibung. Vielleicht die Glocke zu aktivieren, das Video zu teilen. Und ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Außer tschüss, tschüss.